Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Dirk will seiner Ex-Frau mit unfairen Mitteln die Kinder entziehen. Anwalt Florestan Gödings kämpft um Claudias Sorgerecht. Wenn das nicht besser läuft, dann bleiben die Kinder komplett bei mir und du kannst sie mit Glück irgendwann mal am Wochenende sehen. Also dann willst du Krieg, dann willst du es auf die harte Tour haben. Du kannst doch meinem Kind kein Nasenpiercing stechen lassen, sie ist 9. Diesen Brief hier hat Claudia mir vor 3 Wochen zugesteckt. Claudia möchte mich zurückhaben. Nur weil sie ihn nicht zurückbekommen will, sie ihm die Kinder wegnehmen. Das ist das Allerletzte. Sie verliert die Bedürfnisse der Kinder aus dem Fokus und setzt ihre eigenen Vorhaben über die der Kinder. Wie bitte? Ich sorge immer dafür, dass meine Kinder alles haben. Wie kommt ihr auf sowas? Wenn Sie nachher im Strafverfahren so aussagen, wissen Sie, was Ihnen da blüht. Vergiss es, Dirk. Lass mich sofort durch, sonst schlage ich die Tür an, ich schwör's dir. Claudia Schilling aus Berlin-Pankow hat sich vor 13 Monaten von ihrem Mann Dirk getrennt. Bei der Scheidung vor 3 Monaten haben sich die Eltern in der Sorgerechtsfrage auf ein Wechselmodell geeinigt, sodass ihre Kinder Tim und Lisa gleichwertig bei Vater und Mutter leben. Doch Dirk hält sich nicht an die Absprachen. Mit seiner neuen Partnerin Nina Roberts bringt er den Nachwuchs mal wieder viel zu spät zurück. Sag mal, was stimmt genau nicht mit dir? Wir hatten vereinbart, dass du die Kinder um 18 Uhr nach Hause bringst. Jetzt ist es 9. Jedes Mal, wenn die beiden bei euch waren, sind die am nächsten Tag total übermüdet. Ja, Moment mal. Lass mich mal eine Sache klarstellen. Ja? Ich habe genauso ein Sorgerecht für die Kinder. Und das heißt, ich kann auch bestimmen, wie lange wir unterwegs sind. Außerdem, wir wollten ins Kino gehen. Der Film um 4 war bereits ausverkauft. Deswegen haben wir halt eine Vorstellung später genommen. Die Kinder haben sich doch so auf den Film gefreut. Dirk, du hältst dich an keine Vereinbarung. Du gehst nicht ans Telefon. Wenn das nicht besser läuft, dann müssen wir ja da eine andere Lösung finden. Dann bleiben die Kinder komplett bei mir. Und du kannst sie mit Glück irgendwann mal am Wochenende sehen. Ey, jetzt beruhig dich mal, ja? Was machst du hier schon wieder so eine Riesennummer? Mann, der Akku von Dirk seinem Handy war aus, ja? Ich wusste jetzt auch nicht, dass du so eine übelste Panik schiebst. Was hätte denn passieren sollen? In deiner kleinen, heilen Welt vielleicht nichts, Nina. Weil die ganze Sache war doch garantiert auf deinen Mist gewachsen. Also lass doch bitte mal Nina in Ruhe, sie hat doch nichts damit zu tun. Sie soll hier nicht die Ersatzmama für meine Kinder spielen. Mal guck sie dir an, sie ist selber noch ein Kind. Die hat überhaupt keine Ahnung, was da läuft. Ja, und dass da nur Scheiße bei rumkommt, das sehen wir ja jetzt wohl. Ey, ich hör mir die Kacke nicht mehr länger an. Das ist echt lächerlich. Warte im Auto. Ja. Tschüss. Sag mal, hast du sie noch alle? Was hast du genau für ein Problem mit Nina, hä? Ist es, weil sie jünger ist oder was? Bist du eifersüchtig? Kann das vielleicht sein? Sag dir eins, bei mir haben sie Kinder wenigstens gut. Ja? Und mit Nina verstehen sie sich super. Du kapierst das einfach nicht, Dirk. Ich meine das todernst. Ich werde einen Anwalt einschalten und dieses Wechselmodell abschaffen. Und dann siehst du die Kinder überhaupt nicht mehr. Ja, und was ist, wenn der Anwalt sagt, dass ich die Kinder bekomme? Dann kannst du sie alle 2 Wochen mal besuchen, wenn du Lust hast. Oh, ehrlich, das kannst du vergessen. Die Kinder bleiben selbstverständlich bei mir. So, ja. Also dann willst du Krieg. Dann willst du es auf die harte Tour haben. Sollen wir aber noch mal sehen, wer gewinnt. Jemand wie ich, der den Kindern was bieten kann, wo die Kinder sich wohl beifühlen. Oder bei dir, wo es nur Stress gibt. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich habe das geahnt, dass das nicht gut geht, wenn die Kinder beim Dirk wohnen. Glaubt ihr allen Ernstes, dass die beiden es bei ihm besser haben, nur weil diese junge Tussi jetzt bei ihm wohnt? Boah, das wird noch Riesenkrieg geben. Oh, Süße. Ey, das ist so unfair. Ich kümmere mich so gut um die Kids, ja? Ich hab die so gern und die Ziege meckert mich in einer Tour an und macht mich fertig. Ich führe nicht so ein spießiges Leben wie die, ja? Und trotzdem heißt es nicht, dass ich alles falsch mache. Ich weiß, ich sehe das doch genauso wie du. Oh, tut mir leid, dass du jetzt gerade alles abgekriegt hast. Ich weiß auch nicht, was mit Claudia los ist. Die dreht immer mehr am Rad. Wenn es so weitergeht, dann mache ich mir wirklich Sorgen um Tim und Lisa. Wieso? Ja, ich meine, die war schon immer ziemlich perfektionistisch drauf, aber seit der Trennung setzt sie die immer mehr unter Druck, verstehst du? Die ist mega streng zu denen. Krass, ich wusste gar nicht, dass sie so drauf ist. Doch, ist sie. War sie schon immer. Und jetzt lässt sie ihren Frust auf mich an den Kindern aus. Ja, und wahrscheinlich wird sie jetzt vor Gericht gehen und ich werde die beiden dann nur noch jedes Wochenende sehen dürfen. Dann kann ich sie gar nicht mehr vor dem Horror beschützen, den Claudia ihnen antut. Das können die nicht machen. Und der Richter wird auch sehen, dass du ein guter Vater bist. Doch, das können die machen. Bei sowas haben Männer leider fast nie eine Chance. Nina,
Pass auf, versprich mir bitte, dass wir beide da zusammenhalten. Ja, ich brauche dich da jetzt. Wir müssen für meine Kinder kämpfen. Denn Lisa und Tim, die brauchen mich jetzt. Und sie brauchen dich auch. Sie mögen dich. Mensch, mach dir um mich keine Sorgen, ja? Wir kriegen das hin, wir schaffen das. Und du weißt, Schatz, ich bin für dich da und wir zeigen denen, dass wir einfach bessere Eltern sind, okay? Ja. Ich bin immer für dich da. Schön, dass ich auf dich zählen kann. Klar übertreibe ich vielleicht ein bisschen, wenn ich sage, Claudia ist zu streng. Aber Nina und ich können die Kinder ja so erziehen, wie wir es möchten. Und damit muss Claudia klarkommen. Ich lasse mir doch von meiner Ex-Frau nichts befehlen. Da Claudia das Wohl ihrer Kinder durch den legeren Lebensstil ihres Ex-Mannes gefährdet sieht, schaltet sie Anwalt Florestan Gödings ein. Von ihm erhofft sich die 42-jährige Mutter, dass er die vereinbarte Aufenthaltsregel für die 9-jährige Lisa und den 5-jährigen Tim aufheben kann. Ja, ich wollte ganz kurz fragen, wie machen Sie das denn eigentlich hier mit diesem Wechselmodell? Findet das dann irgendwie wöchentlich statt? Oder? Nee, es ist sogar noch häufiger. Also Lisa und Tim sind von mittwochs bis samstags bei mir und von sonntags bis dienstags immer beim Dirk. Das hat am Anfang eigentlich auch super geklappt. Problematisch wurde das erst, seitdem hier Dirks neue Freundin Nina bei ihm eingezogen ist und sich in die Erziehungssache mit einmischt. Und seitdem herrscht nur noch Chaos. Frau Schilling, vielleicht ist es doch besser, wenn wir das unter 4 Augen besprechen, weil man weiß ja nicht, was nachher hängen bleibt. Ne? Okay, wie Sie meinen. Lisa, sei so lieb und mach deine Hausaufgaben oben weiter, ja? Ja. Ich schaue nachher noch mal drüber, okay? Okay. Gut. Frau Schilling, erzählen Sie doch mal ganz kurz, was meinen Sie denn jetzt hier mit Chaos? Die Kinder dürfen jetzt immer bis in die Puppen wach bleiben und sind, wenn sie zu mir nach Hause kommen, total übermüdet. Lisas Noten sind wesentlich schlechter geworden. Das führe ich auch auf den Schlafmangel zurück. Sie dürfen den ganzen Tag Horrorfilme gucken, Chips essen und Cola trinken, sowas halt. Ja, wie ist denn das eigentlich? Haben Sie denn schon mal versucht, wirklich ein Gespräch zu führen einfach? Und ja, zu gucken, natürlich. Dass man da irgendwie dann einvernehmliche Lösungen herbeiführt oder ähnliches? Also ständig. Aber Dirk stellt mich einfach jedes Mal total hysterisch dar. Er behauptet, ich sei spießig, ich würde übertreiben und ich wäre nur eifersüchtig auf Nina. Aber das stimmt nicht. Kommen Sie mal mit, ich zeig Ihnen mal was, Herr Gödings. So, jetzt schauen Sie mal. Das hier hat Nina letzte Woche meinem Sohn geschenkt. Das ist ja wohl nicht ein Spielzeug für einen 5-Jährigen, oder? Und noch besser, für Lisa gab es ein String-Bikini für eine 9-Jährige. Ja, also ich bin nicht weltfremd. Ich weiß durchaus, dass Kinder im Kindergarten und in der Schule einiges mitbekommen. Aber ich muss doch das zu Hause nicht noch fördern, oder? Und nur weil ich das nicht gut finde, bin ich doch noch lange keine spießige Hexe. Tja, natürlich nicht, also um Gottes Willen. Die Freundin von Ihrem Ex-Mann, die ist jetzt 27 Jahre alt. Ja, und sie studiert noch, soweit ich weiß. Okay. Also ich möchte noch mal betonen, ich habe gegen Nina überhaupt nichts persönlich einzuwenden. Ja, nur als wir damals das Wechselmodell vereinbart haben, der Dirk und ich, da war nicht die Rede davon, dass Nina sich auch in Erziehungsfragen einmischt. Ja? Neulich wollte sie sogar, dass der kleine Mama Nina zu ihr sagt. Das bringt den Kleinen total durcheinander, das geht doch so nicht. Okay. Also jetzt, Frau Schilling, jetzt noch mal Hand aufs Herz. Also was ist denn jetzt eigentlich so die Möglichkeit, die Ihnen am nächsten kommt? Was interessiert Sie denn am meisten? Also ich möchte, dass meine Kinder die ganze Zeit bei mir sind und nur alle 2 Wochen am Wochenende bei meinem Mann. Gut, da muss ich Sie aber warnen, das kann natürlich nach hinten losgehen. Denn im Zweifel wird Ihr Ex das als mangelnde Bindungstoleranz auslegen wollen, weil er einfach sagt, na gut, anscheinend passt meiner Ex-Frau hier die ganzen Erziehungsmethoden nicht und nur deswegen will sie die Kinder bei sich haben und nicht bei mir. Er kann sie ja sehen, aber er achtet nicht auf sie. Tja. Naja, also wie gesagt, man kann hier auch anders vorgehen. Man kann ja auch gerichtliche Schritte einleiten zum Thema Aufenthaltsbestimmung, zum Thema Umgang. Aber ich würde halt vielleicht, ist es nicht sinnvoller, nochmal außergerichtlich da nochmal zu sprechen? Ja, ich weiß nicht, wie gehe ich denn da jetzt weiter vor? Also sehen Sie, es geht ja um die Kinder. Und ich bin ein ganz großer Fan, dass ein Streit nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, sondern dass man wirklich noch mal versucht, einvernehmlich über die Sache zu sprechen. Und ich meine, wenn es nicht sein soll, kann man ja immer noch vor Gericht gehen. Also ich bin damit einverstanden. Wir können uns gerne noch mal ganz in Ruhe mit Nina und Dirk zusammensetzen. Ja. Also ich möchte auf keinen Fall Lisa und Tim den Papa wegnehmen. Gut, wissen Sie was, dann mache ich das einfach, dann setze ich Ihnen ein kleines Schreiben auf, das können Sie ihm geben, so als Einladung. Mhm. Und alles andere besprechen wir einfach, wenn er sich dann einverstanden erklärt. Wunderbar, das hört Frau sich gut Schilling. An. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen so Tag, herzlich. Ja? Okay, ich melde mich. Ich bringe Sie zur Tür. Oh ja, danke schön. Ich würde ja nicht grundsätzlich sagen, dass Nina und Dirk alles falsch machen. Aber ich habe in letzter Zeit schon das Gefühl, dass die beiden den Kindern extra Dinge erlauben, nur um mich zu ärgern. Und wo hört das dann auf? Irgendwann lässt Nina die Kinder am Joint rauchen, weil das so cool und locker ist oder was? So geht das einfach nicht. Und nur deshalb mache ich mir Sorgen.
Am folgenden Sonntag bringt Claudia die Kinder wie vereinbart wieder zu ihrem Ex-Mann Dirk und seiner Lebensgefährtin Nina. Dabei versucht die besorgte Mutter, so unvoreingenommen wie möglich zu sein. Doch ihre Bedenken bestätigen sich erneut. Nina, die Lisa muss noch Mathe-Hausaufgaben machen und noch für einen Erdkundetest lernen. Könntest du da bitte noch mal sie abhören gleich? Ja, das machen wir jetzt alles, sofort. Okay, Dirk, ich müsste was mit dir besprechen. Vielleicht können wir mal rübergehen. Ja, natürlich. So, und wir? So, also mein Anwalt hat vorgeschlagen, dass wir uns einfach noch mal ganz in Ruhe zusammensetzen. Und er könnte dann als neutraler Dritter sozusagen beim Schlichten helfen. Sehr neutral, wenn es dein Anwalt ist. Ach komm, wir sind doch wohl froh, wenn wir das Gericht noch außen vor lassen können, oder? So geht das einfach nicht weiter, Dirk. Ich habe gestern erfahren, dass Lisa letzte Woche nicht beim Gitarrenunterricht war. Ihr habt einfach die Stunde geschwänzt, ohne mir was zu sagen. Ja, Lisa hatte keine Lust und wenn sie nicht will, dann muss sie auch nicht hin. Lisa wollte unbedingt Gitarrenunterricht nehmen. Sie hat mir wochenlang damit in den Ohren gelegen. Und nur weil sie einmal keine Lust hat, werfen wir doch nicht gleich alles über Bord. Ich weiß, das ist deine Meinung, aber deswegen muss sie nicht die richtige sein. Was machen die da eigentlich? Sie sollte doch jetzt ihre Erdkundesachen machen. Ah, spielen. Nina, was macht ihr hier? Wir spielen Sockengolf. Das ist so witzig. Man muss mit möglichst wenigen Würfen bis zum Wäschekorb vorkommen. Mama, das musst du auch mal probieren. Das macht voll Spaß. Das beste Ergebnis bis jetzt waren 3 Würfe. Nee, das muss ich ganz bestimmt nicht machen. Und du machst jetzt endlich deine Erdkundesachen, ja? Siehst du, Nina, das ist das, was ich meinte. Als ich gerade gekommen bin, habe ich dir gesagt, wie wichtig die Schulsachen heute sind. Das kommt überhaupt nicht bei dir an. Das ist, als würden wir 2 völlig unterschiedliche Sprachen sprechen. Meine Güte, dürfen wir denn nicht mal ein bisschen Spaß haben? Mann, Kinder, die wollen glücklich sein. Die brauchen ihre Freiraum, ja? Und die wollen ihre Fantasie, ihre Welt erkunden. Nur so sind die auch ausgeglichen. Ja klar, dann werde ich demnächst Lisas Klassenlehrerin sagen. Lisas Noten sind schlecht, kein Problem. Dann wird sie eben total chillig, glücklich und ausgelassen noch mal eine Ehrenrunde drehen. Die Kinder brauchen Strukturen, wann lernst du das endlich? Jetzt fahr dich mal bitte ein bisschen runter, ja? Ich finde, Nina macht das ausgezeichnet. Eben auf ihre eigene Art und Weise. Und ich glaube, damit hast du ein Problem. Lisa schreibt morgen einen Test und der Stoff sitzt noch nicht. Wo genau ist das Problem, dass ihr jetzt erst die Schulsachen erledigt, solange sie noch fit und aufnahmefähig ist? Spielen kann sie doch danach, ich hab doch nichts dagegen. Ich mach ja schon, scheiß. Toll, jetzt bin ich natürlich wieder die Blöde. Nur weil Pippi Langstrumpf hier meinen Kindern lehrt, dass Schule nicht so wichtig ist. Boah, das nervt mich, ich fahr jetzt. Wir sehen uns nächste Woche beim Anwalt. Ciao, mein Schatz, mach's gut. Lisa? Viel Glück für deinen Test, ich hab dich lieb. Ciao. Woran wird sich ein Kind wohl später mal erinnern? An den blöden Erdkundeunterricht oder an die ganzen coolen Sachen, die sie mit mir und Dirk erleben? Claudia tut mir überhaupt nicht leid. Ist doch klar, dass die Kids den Drill nicht mögen. Sie kann Lisa und Tim nicht alles vorschreiben. Kinder spielen da nicht mit. 3 Tage später sind Tim und Lisa wieder zu Hause bei ihrer Mutter. Als Claudia die beiden von Schule und Kindergarten abholen möchte, sind die Geschwister spurlos verschwunden und Dirk ist telefonisch nicht erreichbar. Sie vermutet, dass er sich wieder nicht an die Absprachen hält und mit den Kindern unterwegs ist. Doch zu Hause entdeckt sie, dass Nina eigenmächtig mit Tim und Lisa auf Tour war. Willst du mich nur provozieren oder bist du so naiv? Du kannst doch nicht einfach meine Kinder abholen, ohne mir Bescheid zu sagen. Hey, ich hab dich angerufen, ja? Wenn du mich wegdrückst, was kann ich denn dafür? Ich hatte gerade einen Lieferanten. Du hättest mir ja wohl eine SMS schicken können. Außerdem hast du meine Kinder nicht abzuholen, wenn sie bei mir sind. Sag mal, Lisa, was ist das denn? Ist das echt? Mhm, ist auch cool, oder? Die hat sich das schon immer gewünscht. Und außerdem, die hatte letztens eine 2 in Mathe. Und dann habe ich ihr halt versprochen, dass wir zusammen zum Piercer gehen. Und sie war so tapfer. Und Tim hat noch ein Eis gekriegt, weil er so geduldig war. Bist du geisteskrank? Du kannst doch meinem Kind kein Nasenpiercing stechen lassen. Die ist 9. Sag mal, du gehst sofort rein und machst das raus. Nein, ich lasse mir das jetzt nicht von dir vermiesen. Ich finde es total schön und ich will es behalten. Das hast du nicht zu entscheiden, Fräulein. Du gehst jetzt ins Haus und machst das raus. Sonst mache ich es. Nimm deinen Bruder mit. Mann, Mama, warum musst du mir immer alles kaputt machen? Ich hasse dich. Mann, tickst du noch sauber? Du kannst doch nicht meinem Kind ein Piercing stechen lassen, ohne mich zu fragen. Das ist ein Kind und keine Puppe. Hast du dir das letzte bisschen Hirn weggekifft oder was? Ey, sie wollte das unbedingt, ja. Und ich habe sie einfach mal nur belohnt. Und außerdem, ey, in 3 Wochen hat die Kind Bock mehr drauf und nimmt sich das Ding wieder raus. Also wo ist das Problem? Dass dann vielleicht eine Narbe bleibt? Oder dass die in der Schule Amok laufen, weil meine 9-jährige Tochter wie eine Punkerin rumläuft?
Wusste Dirk davon? Na klar wusste der davon. Er hat mir diesen Wisch da unterzeichnet, den ich dafür brauche. Na wunderbar, ey. Lauf doch echt nicht mehr rund. Wir sehen uns beim Anwalt. Ey, komm, jetzt tu mal nicht so, ja? Du bist die ganze Zeit eifersüchtig und gönnst mir das Glück zwischen mir und Dirk nicht. Und das ist der einzigste Grund, warum du hier ständig Stress machst. Pass mal auf, Schätzchen. Die Sache mit euch, die ist mir sowas von egal. Das Einzige, was mich interessiert, sind meine Kinder, die du ab sofort nicht mehr sehen wirst. Die Fronten sind verhärtet. Beim Gespräch mit Claudias Anwalt Floristan Gödings und Dirks Anwalt Carsten Wiechert sollen eigentlich neue Absprachen über das Wechselmodell getroffen werden. Doch der Sorgerechtskampf spitzt sich zu. Den Kindern geht es gut bei ihm, obwohl sie ja immer behaupten, er hätte so unsägliche Erziehungsmethoden. Ach nee, sie finden das normal, dass man einem 9-jährigen Mädchen Piercings durch den Körper jagt. Also zu dem Thema würde ich doch zu gerne mal ihre Frau befragen. Und wieder bist du die absolute Drama-Queen. Ehrlich, geh mal zum Arzt wegen deiner Hysterie. Also ich denke doch, dass wir hier wirklich das Wohl der Kinder im Fokus behalten sollten. Darum geht's doch. Da helfen Provokationen und Aggressionen helfen uns hier überhaupt nicht weiter. Ich denke, wir sollten uns dann hier auf die Fakten konzentrieren. Ja, schön. Dann möchte ich Sie, Frau Schilling, doch gerne gleich mal fragen, wieso Sie das Friedensangebot meines Mandanten, was er schon seit Wochen an Sie heranträgt, überhaupt nicht annehmen. Wenn er Sie anruft, dann gehen Sie nicht ans Telefon, Sie verleugnen sich. Und jetzt fangen Sie auch noch an, seine neue Lebensgefährtin zu mobben. Was ist da los bei Ihnen? Wie bitte? Was soll das denn gewesen sein? Das ist gelogen. Ich bin doch diejenige, die jedes Mal wieder das Gespräch gesucht hat. Und ich habe Nina 1000 Chancen gegeben. Also irgendwann ist doch wohl mal Schluss. Ja, Frau Schilling, bitte. Also ich denke auch, ganz offensichtlich gibt es hier ein paar Kommunikationsprobleme. Aber wenn wir bei den Fakten bleiben, und das ist doch das Wesentliche, dann steht doch fest, dass die Lisa hier gepierst worden ist, ohne das Einverständnis meiner Mandantin. Das ist nicht rechtens, Herr Wiecher, das wissen Sie ja auch. Es ist nicht das Einzige, es gibt noch andere Sachen, die passiert sind. Deswegen denken wir, dass eine Änderung des Wechselmodells Sinn macht. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Wie soll das aussehen? Nun, wir hatten uns überlegt, dass es das Beste ist, dass die überwiegende Erziehung von meiner Mandantin übernommen wird. Das heißt, die Kinder unter der Woche eben bei meiner Mandantin sind. Und am Wochenende, Herr Schling, natürlich bei Ihnen, wenn Sie möchten. Und auch in der Ferienzeit kann 50% der Ferienzeit von Ihnen eben übernommen werden. Nee. So läuft das schon mal gar nicht. Nicht nur am Wochenende. Und in den Sommerferien will ich die Kids 5 Wochen bei mir haben, dass du das jetzt schon mal weißt. Ich meine, die Kinder sind mir wichtig. Ich will sie sehen einfach. Das wäre ja mehr als jetzt. Was ist das denn für ein bescheuerter Kompromiss? Also irgendwann will ich doch meine Kinder auch noch sehen. Absolut. Also ich muss meiner Mandantin auch beipflichten. Herr Schilling, die Kinder 5 Wochen am Stück zu sehen, ohne dass meine Mandantin sie zu Gesicht bekommt, das ist gelinde gesagt absurd. Schön. Dann sind wir wohl fertig. 5 Wochen. Oder ich bin raus. Herr Schilling, ich hatte hier wirklich gedacht, dass wir einen Kompromiss erzielen. Eine Lösung, die tragfähig und zukunftsfähig ist. Aber ganz offensichtlich wollen Sie das nicht. Dann bleibt uns nur der Gang vor Gericht. Ich denke, Sie hören, was mein Mandant sagt. Wir werden also tatsächlich uns vor Gericht sehen und wir werden das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht der Kinder für meinen Mandanten versuchen zu erklagen. Herr Kollege, wir sehen uns vor Gericht. Auf Wiedersehen. Herr Schilling, geht es überhaupt gar nicht um das Wohl der Kinder. Er möchte hier einfach nur gewinnen und dazu ist ihm wirklich jedes Mittel recht. Aber das werden wir nicht dulden. Da werden wir dagegen ankämpfen. Aber die Kinder, die tun mir wirklich leid, denn die sind hier die Leidtragenden. Per Beschluss des Familiengerichts soll Gutachterin Hanna Lehmann alle Lebensräume der Kinder überprüfen, um für Tim und Lisa den zukünftigen Lebensmittelpunkt festzulegen. Für diese Inspektion hat sich der 44-jährige Familienvater bestens vorbereitet. Ja, vielen Dank, Lisa, das war's dann auch schon. Ja, jetzt würde ich mich ganz gerne noch mal mit Tim unterhalten. Ja. Gut. Lisa, magst du dann auf dein Zimmer gehen? Kannst du deine Hausaufgaben, glaube ich, ein bisschen ruhiger machen? Ja, danach, denke ich mir, würde ich ganz gerne mal ihren ganz normalen Alltag beobachten wollen. Das werden wir. Aber selbstverständlich. Mhm. So, dann begleiten Sie mich kurz hier lang. So. Ja, und bestenfalls behalten Sie einfach Ihren Rhythmus bei. Okay. Ihren ganz normalen Alltagsrhythmus. Wir tun unser Bestes. Ja. Und lassen sich durch mich nicht stören. Hallo Tim, darf ich mich ein bisschen zu dir setzen? Ja, du kannst mit mir spielen, wenn du willst. Mhm. Tim, bist du denn gerne bei deinem Papa und bei seiner Freundin? Ja, viel lieber als bei Mama. Papa und Nina spielen ganz viel mit mir. Mhm. Bei Mama zu Hause sind wir immer total lang allein. Ja? Wieso? Ich glaube, sie hat keine Lust auf uns. Sie sagt immer, dass Lisa und ich sie nerven. Mhm, sie lässt euch allein? Was ist denn? Ja,
Sag mal, was erzählt denn Tim da? Das ist doch komplett gelogen. Claudia würde die niemals alleine lassen. Ja und? Ja, was hier und? Hast du denen das gesagt? Vielleicht habe ich Tim gesagt, dass wir uns beide nicht mehr so oft sehen können, wenn er jetzt nicht ein bisschen flunkert. Ich meine, du musst mich auch mal verstehen. Ich muss um meine Kinder kämpfen, ja? Kriegst du jetzt einen moralischen oder was? Nee, du kannst deine Kinder nicht manipulieren, ja? Und außerdem ist es auch unfair gegenüber Claudia, egal ob ich sie mag oder nicht. Wie bitte? Unfair gegenüber Claudia? Sie ist doch hier die linke Kuh in diesem Spiel. Warte mal einen Augenblick. Ich muss dir mal was zeigen. Komm mal bitte mit. So. Diesen Brief hier hat Claudia mir vor 3 Wochen zugesteckt. Lies ihn, du wirst verstehen, was hier eigentlich gespielt wird. Claudia möchte mich zurückhaben. Ich meine, ich habe ihr natürlich gesagt, dass es nicht läuft, dass ich dich liebe. Ja. Und seitdem will sie mich fertig machen. Also doch, sie ist einfach nur eifersüchtig. Dirk, du musst den Brief unbedingt den Anwalt geben. Wir müssen vor Gericht beweisen, dass Claudia das nur macht, weil sie einen Kopf von dir bekommen hat. Nein, das will ich nicht. Claudia wird doch jederzeit behaupten, dass ich lüge. Ja, die kann mich hinstellen als Lügner und ich habe da keine Chance vor Gericht. Ich weiß doch, wie diese Geschichten laufen. Dann kann ich das Sorgerecht für meine Kinder vergessen. Wichtig ist, dass wir jetzt zusammenhalten und dass du bitte niemandem was erzählst. Ich wollte dir nur zeigen, dass Claudia hier die Schlange ist und nicht ich. Wir wären jetzt so weit durch, würde ich mal sagen. Wir wollten eigentlich mit den Kindern noch auf den Spielplatz gehen. Mhm. Ist ja noch schönes Wetter draußen. Ja, am besten, sie verbringen den Tag wie ursprünglich geplant und tun einfach so, als ob ich gar nicht da wäre. Alles klar. Mhm. Also Herr Schilling versucht natürlich heute hier eine ganz natürliche, tolle Familie darzustellen. Aber wir Gutachter und Gutachterinnen können das natürlich ganz gut filtern. Wir haben ja unsere Erfahrung. Wichtig ist, dass es den Kindern gut ist. Das ist das Oberste. Und ich werde jetzt noch mal schauen, wie sieht es aus bei Frau Schilling und den Kindern? Und dann kann ich das Gutachten schreiben. Das ist so hinterhältig von Claudia. Nur weil sie ihn nicht zurückbekommen, will sie ihm die Kinder wegnehmen. Das ist das Allerletzte. Die kann sich auf was gefasst machen. Dirk und ich, wir werden es ihr zeigen.